Also Matthias, nochmal zu den Zahlen. Also wir hatten ja gesagt, die 10, wa? Und du hast ja immer noch von der 12 gesprochen. Ja. Ja, das ist auch richtig. Die 10 hängt eigentlich direkt zusammen mit der 2, von der 2 zur 10, und die bringt ja die Außenentfaltung, die räumliche Außenentfaltung in unserer Welt rein, ne? Und hier sind ja das ist ja über die Lebenssphäre 5, 2 mal 5, 10, ne? Die 12 hängt eigentlich mit der 60 zusammen und bringt die zeitliche Innenstrukturierung rein. Also da jetzt der 60 durch 5 bis 12, ne? Ja. Also ist der Quadrupol letztendlich, wenn du so willst, 2, 10 und 12, 60, ne? Einmal die Raumebene und einmal die Zeitebene, ne? Also die 12 hat auch eine sehr große Bedeutung. Ist ja auch eine heilige Zahl, war ja auch bei den Mayas eine heilige Zahl. Weil da geht's die Mayas waren ja die Herren der Zeit, da geht es ins Zeitliche hinein, ne? In die zeitliche Grundstrukturierung, ne? Okay, Das wollte prima. ich dir mal noch sagen vom letzten Mal über die Zahlen, ne? Ja, super, danke schön.